Hallo und herzlich willkommen im Ratgeberstudio. Heute geht es um das Thema Hausmittel gegen Verstopfung und warum frisch gemahlenes Getreide in diesem Fall die erste Wahl ist. Dafür habe ich mir einen besonderen Gast eingeladen, den Herrn Wolfgang Mock. Hallo Herr Mock, schön, dass Sie da sind. Guten Tag, Frau Schneider, ich freue mich auch. Herr Mock, Sie stellen seit über 40 Jahren Getreidemühlen her und sind auch für dieses zwar in der Gesellschaft oft problematisches Thema Verstopfung heute mein Ansprechpartner. Herr Mock, wie kommt es zu Verstopfung, unter der doch so viele Menschen leiden? Vielleicht darf ich mal eine Kurzgeschichte vorweg sagen. Ich bin ja öfters in Hotels unterwegs und vor vielen Jahren hatte ich eine Handmühle dabei und habe morgens fürs Frühstück im Hotel gesessen und habe so mein Getreide gemahlen. Die Hauskeeperin kommt zu mir und sagt, Herr Mock, was machen Sie denn da? Sag ich, ja, ich mahle mein Getreide, frisch. Dann sagt sie, und was soll das? Habe ich spontan gesagt, zum Beispiel hilft es bei Verstopfung, die verschwindet nach 3 Tagen. Ach, sagt sie, ich nehme seit 15 Jahren Abwehrmittel. Sag ich, wissen Sie was, ich lasse die Mühle bei Ihnen da. Probieren Sie es aus, mitsamt dem Getreide. Beim nächsten Besuch, ich war da alle Vierteljahr für ein Seminar, schießt die Frau auf mich zu und sagt, Herr Mock, es hat geholfen. Nach 3 Tagen war die Verstopfung weg. Und da bin ich zu meinem Arzt gegangen und habe gesagt, Sie sind ein Stümper. Richtig so ein rein ländliche Natur. Dann hat er gesagt, na wissen Sie, von Ernährung wissen wir Ärzte nichts. Ja. So, jetzt nochmal Ihre Frage. Wie kommt es denn grundsätzlich zu Verstopfungen, unter der diese vielen Menschen nun mal leiden? Ja, ist relativ einfach und trotzdem schwer zu ändern. Die moderne Ernährung mit diesen Fastfood-Produkten, also weißes Mehl, Zucker, Fruchtsaft, Getränke, enthält sehr wenig Ballaststoffe. Ohne die Ballaststoffe, das Wort Ballast sagt schon, braucht man eigentlich nicht, so hieß es früher mal, können die Darmbakterien ihre Arbeit nicht machen. Was heißt ihre Arbeit? Die leben ja davon. Leben die nicht vernünftig, können die sozusagen ihre ganze Zusammensetzung ändern zu unserem Nachteil. Also die Bakterien brauchen Ballaststoffe. Das gibt zusammen dann mit der Umgebung einen schönen, kräftigen, großen Stuhl, ja, und keine Verstopfung. Allerdings, wie gesagt, moderne Ernährung führt leider in vielen Fällen zur Verstopfung. Wenn also diese Abführmittel nicht die Lösung sind, so wie bei der Dame im Hotel, was ist dann die richtige Lösung? Also die Abführmittel, kann ich noch was zu sagen, selbst im Bundesgesundheitsblatt von circa 10 Jahren steht deutlich drin, dass Abführmittel häufig genommen, ja, praktisch die Darmreizungen und Darmkrankheiten verdreifachen können. Also es ist gar nicht so gut, die Abführmittel zu nehmen. Und von daher macht es Sinn, von den Abstand zu gewinnen und lieber vollwertige Lebensmittel zu essen. Ja. Sie sprachen vorher von Ballaststoffen. Was genau sind denn jetzt Ballaststoffe? Also Ballaststoffe sind all die Bestandteile in Pflanzen, die die brauchen als Stützgewebe, als Schalenbestandteile oder im Getreide die Schale außen herum. Das sind die Bestandteile, die wir nicht verdauen können, die der Stoffwechsel, also nicht der Stoffwechsel nicht verarbeiten kann, die allerdings unseren Mitbewohnern im Darm eine gute Nahrung sind. Wenn ich jetzt plötzlich genügend Ballaststoffe zu mir nehme, was sagt denn dann mein Darm dazu? Der mag das vielleicht gar nicht, ja. Also es macht durchaus Sinn, die Menge der Ballaststoffe pro Tag Stück für Stück zu erhöhen, ja. Ich kann das mal zeigen. Also nehmen wir mal dieses Lebensmittel, es soll mal eins sein, ja. Das ist ja ein ganz vielfältig zusammengesetztes Lebensmittel hinterher. Und was wir davon essen, ist nur ein kleiner Teil, nämlich dieses sogenannte Weißmehl zum Beispiel, wenn das ein Vollkornstück wäre. Und wir brauchen immer den ganzen Stoff, die kompletten Substanzen im natürlichen Zusammenhang. Das ernährt uns, ernährt die Darmbakterien und führt dazu, dass eine Verstopfung mit der Zeit aufgelöst werden kann. Jetzt sind Sie nun ja Hersteller von Getreidemühlen. Was können denn diese zur Lösung einer Verstopfung beitragen? Wie mein erstes Beispiel zeigt mit dieser Frau. 3 Tage frisch gemahlenes Getreide und schon hatte sie eine große Hilfe und eine Erleichterung. Ein Getreide, Korn, enthält bis zu 13% Ballaststoffe, also Weizen und Roggen zum Beispiel. Ja. Das heißt, wenn man den Anteil von Vollkorn in der Ernährung erhöht oder gleich komplett umstellt, da hat man allein schon mit 2 Scheiben Vollkornbrot ca. 10 Gramm Ballaststoffe.
Wenn man dazu noch ein Hafermüsli isst, und ich empfehle mein Hafermüsli, das auf unserer Webseite zu finden ist, hat man schon insgesamt 20 Gramm Ballaststoffe. Die Empfehlungen heutzutage lauten, man bräuchte 30 Gramm Ballaststoffe. Okay, das sind schon zwei Drittel erreicht. Mit einer Bohnenmahlzeit oder einer Linsenmahlzeit, einer Linsensuppe zum Beispiel, und genügend Gemüse und Salat, hat man eine Ballaststoffmenge, die tatsächlich in relativ kurzer Zeit das Problem der Verstopfung lösen kann. Dazu gibt es von einem Wissenschaftler noch eine schöne Aussage: Über 90% aller Verstopfungen sind auf diese Weise sozusagen zu lösen. Und die kleine Anzahl Verstopfungen, die rein psychisch seelisch sind, da hilft das natürlich nicht. Herr Mock, können Sie für unsere Zuschauer nochmal die drei wichtigsten Punkte zusammenfassen, wenn es um Hausmittel gegen Verstopfung geht? Ja, wie gesagt, mein Hausmittel wäre Getreide frisch zu mahlen und das komplette Vollkornmehl sozusagen in die Nahrung einzuführen. Das zweite wäre, deutlich mehr Gemüse und Pflanzen zu essen. Und das dritte wäre, dafür eine Getreidemühle zu kaufen, weil man dann natürlich sein Vollkorn auch immer frisch essen kann. Wo können sich unsere Zuschauer, die das Thema noch interessiert, weitergehend informieren? Auf unserer Webseite gibt es Hinweise darauf, wie man eine Verstopfung lösen kann. Beim UGB.de gibt es Hinweise darauf, also auch viele Ratschläge. UGB.de, das sind eine Gruppe von Ernährungswissenschaftlern, die seit 30 Jahren eine professionelle Ernährungsberatung und Gesundheitsberatung durchführen. Ja, ansonsten denke ich mir, das reicht eigentlich. Herr Mock, ich bedanke mich, dass Sie uns mit Hausmitteln gegen Verstopfung heute gut weitergeholfen haben. Und bei Ihnen, liebe Zuschauer, bedanke ich mich fürs Einschalten und verabschiede mich bis zum nächsten Mal hier im Ratgeberstudio.